Hi, Penner im Auto hier. Mein Name ist Tobias und ich reise seit 4 Jahren durch Europa. Momentan sind wir in Spanien, da hinter dem Berg ist Barcelona. Und heute zeige ich euch alles über das Thema Arbeiten. Was arbeite ich? Was kann man unterwegs alles arbeiten? Wie sehen die Anträge aus und wie kannst du am besten schnell rausfinden, welcher Job für dich am besten ist, um dir diese Reisen zu finanzieren? Ihr stellt mir andauernd die Frage, was ich eigentlich arbeite. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir 10 Sachen rausgesucht, die mir liegen. Was man alles machen kann, werde ich euch später auflisten. Und die 10 Sachen habe ich lieblos alle gleichzeitig gestartet, um mit der Zeit einfach herauszufinden, was am lukrativsten ist. Das war für mich die Selbstständigkeit im IT-Bereich. Ich habe ein eigenes Unternehmen, habe Software programmiert, die ich vermiete, mache das mittlerweile seit 8 Jahren, habe am Anfang Unmengen an Geld gemacht, aber dank des billigen Lebensstils, das ich ja bereits in einem anderen Video angesprochen hatte, reichen mittlerweile 10 Stunden in der Woche, um sich diesen Lebensstil zu leisten. Das ist ein Riesenvorteil beim Vanlife. Als ich dann wusste, was ich machen wollte, bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe mein Gewerbe angemeldet. Um ein Gewerbe anzumelden, müsst ihr in Deutschland gemeldet sein und irgendwo auch eure Briefe empfangen können. Ich bin bei meinen Eltern gemeldet, aber jede andere Person, der ihr vertraut, kann das übernehmen. Dieser Person gibt ihr dann eine Wohnungsgeberbescheinigung. Dort tragt ihr euren und deren Namen ein. Der Name des Vermieters muss nicht rein. Der Vermieter muss nichts davon erfahren, auch in den Mietvertrag müsst ihr nicht rein. Es ist einfach eine schriftliche Bestätigung, dass ihr dort an der Adresse wohnt. Damit geht ihr zum Amt, lasst euren Perso ummelden, bumm, das war's. Und damit könnt ihr sämtlichen Papierkram erledigen, wie auch die Gewerbeanmeldung. Ihr setzt euch dann mit einem Beamten an den Tisch und füllt ein lustiges Formular aus, wo ihr darauf achten müsst, dass die Angaben richtig sind. Und wichtig ist, da kommt dann euer Name rein. Ich habe am Anfang ein Kleingewerbe gemeldet, weil man dann später mit den Steuern viel weniger Arbeit hat. Das heißt, ich habe meinen Gewerbename genommen, Inhaber, Doppelpunkt, Vorname, Nachname. Das war damals einer der Voraussetzungen, um Kleingewerbe anmelden zu können. Dieses Gewerbeanmeldungsformular ist auch gleichzeitig euer Gewerbeschein. Damit konnte ich zum Beispiel in der Corona-Zeit in Baumärkte reinlaufen, obwohl es nicht erlaubt war. So ein Gewerbe zu haben, hat echt eine Menge Vorteile. Nach rund 2 Wochen kamen dann Unterlagen vom Finanzamt, der sogenannte Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, wo ich dann erstmal festlegen musste, was für eine Gewerbeart ich eigentlich sein will. Das ist die sogenannte Rechtsform. Zeige ich euch mal im Laptop. Die Art der Tätigkeit, in Klammern genaue Bezeichnung. Da habe ich persönlich eine sehr ungenaue Bezeichnung reingeschrieben, aber hatte nie Probleme damit. Die steuerliche Beratung ist noch wichtig. Ich habe keine steuerliche Beratung genommen. Ich habe alles selber gemacht. Zwischenzeitlich hatte ich 2 Steuerberater. Am Ende fand ich das aber so simpel, dass ich das tatsächlich alles selber gemacht habe. Das müsst ihr selber wissen. Wenn ihr euch unsicher seid, das Geld übrig habt, dann holt euch lieber einen Steuerberater. In das Handelsregister musste ich mich vorerst nicht eintragen, später dann schon. Da müsst ihr jährlich eine kleine Summe zahlen. Das ist, wie der Name sagt, halt ein Register für Unternehmen. Die bieten da noch Weiterbildungen an. Aber ich habe da nie was von gehabt. Wichtig sind die voraussichtliche Einkünfte. Ich habe da viel zu wenig eingetragen, hat aber auch nie Probleme gemacht. Und ganz wichtig ist auch die Kleinunternehmerregelung, dass ihr hier einen Haken setzt, dass die wissen, dass ihr von der Umsatzsteuer befreit seid. Und davon ausgeht, dass ihr im ersten Jahr nicht mehr als 17.500 Euro macht. Wenn ihr dann doch mehr macht, dann kann das im Nachhinein alles umgetragen werden. Es ist kein Problem, wenn ihr das jetzt hier eintragt. Es gibt manche Firmen, die wollen nicht mit anderen Kleinunternehmer handeln, weil das immer so ein bisschen belächelt wird. Aber das ganze Steuersystem ist für die Kleinunternehmer viel leichter. Deswegen würde ich das doch dringend empfehlen. Es ist gut möglich, dass man das mittlerweile nicht mehr in Papierform bekommt. Dann macht man alles bei Elster. Die Seite heißt elster.de. Vom Finanzamt bekommt man per E-Mail eine Schlüsseldatei, mit der man sich einloggen kann und dort alles online ausfüllen kann, was als Reisender natürlich viel, viel besser ist. Und man dort auch überall kleine Fragezeichen hat, wo man draufklicken kann und sich in relativ simplen Deutsch erklären lassen kann, was die einzelnen Einträge bedeuten. Wenn ihr übrigens überfordert seid, macht euch da keine Sorgen. Anfangs ist das Finanzamt sehr nett zu euch. Ihr seid nicht die Einzigen. Für mich war die Motivation immer, dass ich in meinem Haus unten einen Kioskbesitzer hatte, der kaum Deutsch konnte und das auch alles hinbekommen hat. Ich hatte auch nie schwere Probleme damit. Also einfach Augen zu und durch. Und das war's. Dann seid ihr selbstständig. Ihr könnt dann tun und lassen, was ihr wollt. Denkt, ihr seid der absolute Oberknaller, bis sich die Krankenkasse dann meldet. Das ist ein Riesennachteil der Selbstständigkeit. Man muss die Krankenkasse selber bezahlen. Und der Beitrag ist direkt davon abhängig, wie viel man verdient. Anfangen tut es bei ungefähr 200 Euro bis hin zu über 3.000 Euro, die ich auch tatsächlich mal zahlen musste. Aber nicht erschrecken, wenn ihr 3.000 Euro zahlen müsst im Monat, dann verdient ihr auch wesentlich mehr als 3.000 Euro, also es ist natürlich alles tragbar. Auch müsst ihr dein Buch führen. Zum Glück gibt es für die Kleinunternehmer eine vereinfachte Buchführung. Das heißt, ihr macht einfach eine simple Tabelle von den Einnahmen und Ausgaben, tragt dort alles mit Datum ein. Das nennt man auch die EÜR oder die Gewinn- und Verlustermittlung. Speichert euch alle Rechnungen dazu ab. Und das war's. Das ist euer Nachweis für alles, was ihr gemacht habt. So einfach ist das eigentlich. Die allerletzte Verpflichtung, die ihr dann noch habt, ist,
die Steuererklärung. Als Kleingewerbe muss man die jährlich machen. Dabei braucht man aber nur wegen der Umsatzsteuerbefreiung drei Sachen einzureichen, und zwar die EÜR, die Gewinnverlustermittlung, Einkommensteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Das ist aber so simpel, ich kann mich gar nicht erinnern, was ich eigentlich in der letzten Steuererklärung reingeschrieben habe. Man übermittelt ja die EÜR und überträgt quasi die Einnahmen und Ausgaben in die anderen Formulare, und die Sache hat sich gegessen. Also das ist wirklich sehr einfach. Gibt es bei der Steuererklärung irgendwelche Ungereimtheiten, dann kann es passieren, dass ihr eine Steuerprüfung bekommt. Das ist dann schon etwas härter. Ich hatte auch eine. Wir hatten ungefähr 7 Treffen mit der Beamten. Ich habe das auch komplett ohne Steuerberater gemacht, aber das war echt gar nicht schlimm. Es war eigentlich sogar ganz cool. Man hat dann mit der Beamten zusammen Kaffee getrunken. Wie gesagt, das Finanzamt will, dass ihr selbstständig seid, will, dass ihr ein Unternehmen habt. Und man merkt auch, dass das ganze System so gestrickt ist, dass die Unternehmer halt es irgendwo leichter haben. Womit wir zu einem kleinen Trick kommen: Wenn ihr euch selbstständig macht und noch nicht wisst, ob ihr genug Einnahmen habt, dann meldet euch für Bürgergeld an. Ja, das geht tatsächlich. Dadurch wird euch die Krankenkasse bezahlt und ihr kriegt noch über 500 Euro oder sowas sind das, womit der Lebensstil, wenn man einen Camper hat, dann auch locker finanziert werden kann. Was hervorragend für den Start ist, bis man so ein Unternehmen richtig ins Rollen gebracht hat. Also ja, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Man kann das probieren, was einem wirklich liegt. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man über die Selbstständigkeit wissen muss. Als Angestellter, also als Nicht-Selbstständiger, hat man das Problem, dass man meistens an Deutschland gebunden ist. Aus Versicherungsgründen wollen Unternehmen nicht das Geld ausgeben, um dich im Ausland zu versichern. Oder man hört auch immer wieder, dass der Chef keinen Bock auf den Papierkram hat. Selbst das Ansprechen kann problematisch werden. Ich kenne ein paar Leute, die das heimlich machen. Ist ein bisschen gefährlich. Was wiederum als Angestellter sehr gut funktioniert, ist, dass man nur eine gewisse Zeit arbeitet, also ein paar Monate, einen gut bezahlten Job macht, sich dann frei nimmt und 2-3 Jahre unterwegs ist. Das trifft man tatsächlich draußen sehr oft. Grüße gehen raus an Jonas. Er ist zum Beispiel Fotograf in der Schweiz und macht für so Op-Shops Produktfotos. Dann kenne ich jemanden, der auf dem Bau arbeitet, welche, die in einer Fabrik arbeiten, dort halt eben so ein paar Monate richtig buckeln, das Geld anhäufen und dann den günstigen Lebensstil hier draußen genießen. Für Jahre, wohlgemerkt, für Jahre genießen die es danach. Aber kommen wir wieder zurück zur Selbstständigkeit. Papierkram, 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 aber das ist die Grundlage, um einfach das zu arbeiten, was ihr wollt. Nehmt euch also einen Stift, Papier und schreibt euch einfach total verrückte Sachen aus, die ihr ausprobieren wollt. Ob es funktioniert, findet ihr nur raus, wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Es gibt da Sachen wie Marktforschung und all solche Sachen. Aber das ist eher was für die ganz großen Unternehmen. Probiert einfach 10 Sachen herzlos aus. So doof das klingt. Was hast du ausprobiert? Nächste Sache wäre, zu jedem Job, den man machen kann, gibt es dann auch die richtige Ausrüstung oder die richtigen Werkzeuge. Wenn ihr Gemälde malt, dann braucht ihr irgendwie eine Leinwand und die richtige Beleuchtung. Wenn ihr Flipping macht, also Sachen irgendwo billig kauft und woanders teurer verkauft, dann braucht ihr noch extra Platz im Fahrzeug. Und wir gucken uns jetzt mal meine Ausrüstung zum Arbeiten an. Ich habe an allererster Stelle einen Laptop, einen ThinkPad T440p mit Linux drauf. Im Prozessor habe ich aufgerüstet auf einen i7-4800MQ. Ist zum Programmieren alles, was man braucht. Warum Linux? Weil man da mehrere Displays hat. Ich bin Linux-Fanboy. Mir kommt nichts anderes ins Haus. Als Stromquelle habe ich, wie schon tausendmal erwähnt, dreckige 500 Watt Solarpanel auf dem Dach, die dann über einen Laderegler in eine 120 Ampere-Stunden Batterie geladen werden. Alternativ kann ich über einen sogenannten Ladebooster noch die Batterie mit dem Motor laden. Für mich reicht das. Die Internetverbindung läuft über einen Router. Ja, ich habe hier ein eigenes WLAN im Auto. Das ist der TP-Link Archer MR200. Mit einer externen Antenne, die ich mir nach vorne legen kann und alle Richtungen abdecken kann, je nachdem, wo die Funkmasten hier so sind. Ja, dann noch ein Wasserkocher, ein bisschen was zu snacken, eine schöne Aussicht. Und hier könnt ihr einfach ein bisschen an der Arbeit herumtüddeln. Ohne Witz, das ist total geil. Genau im Detail kann ich natürlich nicht verraten, was ich mache, weil ihr mir sonst den Job wegschnappt. Aber so mit dem Setup kann man ja fast alles machen, was man digital erledigen kann. Ich denke da spontan an Grafiken, was dir halt liegt. Oder Texte schreiben, Nachhilfe geben. Alles, was online digital ist, wäre so grundsätzlich schon mal möglich. Ein bisschen Erfahrung zum Thema YouTube und Blogging kann ich auch noch geben. Ich mache das ja jetzt seit 2 Jahren und ich verdiene nichts. Das würde ich also nicht empfehlen, weil der Markt einfach komplett übersättigt ist. Jeder will heutzutage ein YouTuber werden oder sowas. Ich mache das wirklich nur, weil ich Leute dazu bringen will, auch rauszukommen. Und ja, gerade weil das so schwer ist. Ich mag es so, an Sachen rumzunagen, aber als Job würde ich das nicht empfehlen. Wenn ihr nach Inspiration für solche digitalen Computerarbeiten sucht, dann geht auf fiverr.com.
kommen und schaut euch dort einfach um. Hier seht ihr das Webdesign, Logo-Design, Voice-Overs oder fast jeder kann ja irgendwie Content für Social Media erstellen. Video-Editing funktioniert auch sehr gut. Programmierung ist da natürlich auch ganz groß mit dabei. Und anstatt da 2 Jahre an einem YouTube-Channel rumzuschrauben, kann ich auf Fiverr sofort meine Video-Editing-Skills anbieten. Hätte ich das jetzt 2 Jahre lang gemacht, dann wäre natürlich viel mehr Geld bei rumgekommen. Auch gibt es andere Webseiten mit Jobangeboten. Speziell für digitale Nomaden gibt es workandsurf.de. Für Leute, die bereits Arbeitserfahrungen gemacht haben, sieht man Programmierer, Webdesigner und solche Sachen. Boah, das ist cool. 3D-Blender-Artist für Animated Short Film. Abgefahren. Also mit so einem Computer ist man schon richtig gut aufgestellt. Hat man keinen Computer, dann gibt es immer noch ein Handy. Da ist das ziemlich eingeschränkt. Ich habe in der Slowakei Robert kennengelernt, der kam zufälligerweise aus Spanien und der hat solche Working-Apps verwendet, wo der immer kleine Aufgaben lösen musste. Mir ist aber aufgefallen, dass er manchmal tagelang einfach nur im Auto saß und an den Apps rumgearbeitet hat, um sich seine nächste Tankladung leisten zu können. Also so kann man auch reisen, ist halt nur sehr schwer. Auf Reddit gibt es eine Community, wo die Leute versuchen, kleine Online-Jobangebote zusammenzutragen. Die reden halt öfters über Apps, die für kleine, simple Aufgaben, die man auch im Handy machen kann, Geld auszahlen. Immer wieder liest man zum Beispiel von Google Reviews oder von Apps, wo man halt als geheimer Käufer in Läden reingeht und dann bewertet, wie man selber behandelt wurde oder wie die Produkte dargestellt sind, wie die Mitarbeiter so drauf sind. Ist also machbar, doch leider nicht so professionell, wie ich es halt mit einem Computer machen könnte. Will man nicht am Computer arbeiten, dann kann man auch manuelle Arbeit verrichten. Fangen wir an zum Beispiel mit dem Verkauf von Schmuck oder Kunstwerken. Jeder, der sich damit schon mal befasst hat, wird die Seite Etsy kennen. Am besten versucht man es dann mit personalisierten Sachen oder versucht irgendwelchen Trends zu folgen. Lana macht das auch. Die macht gerne Schmuck aus Sachen, die sie irgendwo findet. Hier haben wir einen Stein in Kupferdraht verwickelt. Die ganzen Kurven und Windungen sind per Hand gemacht. Bilder werden auch online verkauft. Es gibt einige Leute, die damit gut Geld gemacht haben. Zusätzliches Hindernis ist halt nur, dass man die Sachen auch verschicken muss. Wenn man jetzt wie hier in Spanien sitzt, kann es gut eine Woche länger dauern, bis die Pakete in Deutschland zum Beispiel ankommen. Ja, aber bei solchen Sachen kann man natürlich auch direkt auf der Straße verkaufen. Da hat Lana viel Erfahrung mit. Deswegen gehen wir einmal zu ihr rüber. Das Ding hast du selber gemacht, ne? Ja. Du hast es auch auf der Straße verkauft. In Australien war das, ne? Ja. Also überwiegend auf Märkten. Man kann sowas auch bei Etsy hochstellen oder ich habe es auf Instagram zum Beispiel hochgestellt. Ich habe bei Instagram den Prozess gezeigt, wie ich das mache und dann waren viele Leute interessiert und dann ging das auch ganz schnell auf Märkte über. Also auf Märkten und Festivals kann man echt gut. Gerade Festivals, legst du einfach was hin und... Jetzt hier in Barcelona könnte es auch gut funktionieren, denke ich, ne? Ja, ich denke schon. Also ich habe auch tatsächlich Freunde, die so reisen. Die stellen sich dann einfach irgendwo auf irgendwelche Märkte oder an den Strand, ne? Hier gibt es ja auch viele Strandverkäufer. Das ist auch schon was wert. Also ich investiere auch echt in das Kupfer, dass das nicht so ein Billigkupfer ist. Also dafür kann man schon was verlangen. Ich habe manchmal, boah, auf einem Markt, ich glaube, das meiste, was ich mal verdient habe von Kupfer, waren irgendwie $1,000. Echt? Wie an einem Tag? Ja. Australien. Stunden, ja, ja. Ja, ja, okay. Ja. Hast du auch andere Kunstsachen so versucht zu verkaufen? Ich habe meistens nur Kupfer gemacht und ich habe eine Zeit lang auch mal so Crochet-Klamotten, so Bikinis oder Tops oder sowas gemacht. So. Aber das ist echt mega viel Arbeit und da dachte ich so, okay, bis ich eins fertig habe, sind so ein paar Monate vergangen. Ich glaube, mit Kupfer bin ich besser dran. Sowas wäre jetzt so circa $75 oder so. Was? Also das Ding ist, guck mal, gerade bei so solchen Communities, ne, da hat das auch ein bisschen mehr Bedeutung, was für einen Stein du benutzt. Weil ich glaube, auf diesen Festivals vor allem, also Festivals ist ein guter Weg, um sowas wie Rainbow. Das ist eine Community, die global ist. Haben die Geld? Ist das eine gute Kundschaft? Mega, weil echt? Die Sachen, die legen Wert auf Slow Fashion und Slow Made Things, Handmade Things. Gerade in Australien hatte ich das ja viel. Selbst so Healing Sessions, ich sag mal Reiki, das ist so eine Energieheilungsmodalität. Und da würdest du für eine Stunde privat mindestens $150 zahlen oder mehr. Ja, aber ich dachte, die hätten, das sind noch Hippies, die haben noch kein Geld, dachte ich. Doch, weil die durch diese ganzen Modalitäten und durch Reisen echt viel einnehmen eigentlich. Was meinst du, wie sich die ganzen Festivals leisten auch teilweise? Also es gibt sehr, sehr viele Geldquellen. Du hast echt verschiedene Streams, ne? Ich glaube, ich bin in der falschen Branche. Ja, cool, danke. Ja, bitte. Okay, ja, krass. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Aber wo wir gerade beim Thema Verkaufen sind, da habe ich von einer Sache gehört, die ich auf jeden Fall ausprobieren muss. Große Wasserflasche 2 Euro, kleine Wasserflasche 1 Euro, Kaffee 3 Euro oder Bier 3 Euro. Ich habe gehört, wenn ihr richtig steht, dann rennen die Leute euch die Bude ein. Ihr macht in einer halben Stunde
richtig viel Kohle, wenn ihr die Sachen natürlich vorher für viel günstiger bei einem großen Supermarkt einkauft. Schon alleine aus Interesse muss ich das ausprobieren, gucken, wo lässt sich sowas am besten verkaufen. Dazu kommt auf jeden Fall ein Video. Dann habe ich das Thema Flipping angesprochen. Flipping bedeutet, dass man Sachen in einem Opshop, also einem Secondhand-Laden oder so, billig einkauft und dann für möglichst viel wieder verkauft. Vanlife würde da die Operation aber ziemlich einschränken, weil die meisten Leute, die das professionell machen, haben eine große Lagerhalle. Ihr wisst ja nicht, wann die Sachen online verkauft werden und solange müsst ihr die halt irgendwo zwischenlagern. Wenn man jetzt auf Reisen durch so einen Secondhand-Laden geht, kann man die Augen offen halten und immer wieder online auf eBay nachschauen, für wie viel diese Produkte über den Tisch gegangen sind. Wenn man eindeutig einen riesen Profit draus schlagen würde, dann würde ich das tatsächlich doch online stellen mit Auktion, sodass ich weiß, dass es innerhalb von 3 Tagen verkauft wird. Aber auch hier gilt wieder, es kommt darauf an, welche Fertigkeiten ihr selber habt. In Barcelona zum Beispiel sieht man ganz viele Künstler, die einfach an der Parkbank sitzen und ihre eigenen Kunstwerke, Bilder, Skulpturen oder Schmuck dort verkaufen. Fragt am besten andere Verkäufer vorher, wie das so läuft, weil manchmal jagt euch da zum Beispiel die Polizei. In manchen Städten muss man sich vielleicht eine Genehmigung holen. Dana hatte das zum Beispiel beim Basken, also beim Straßenmusikmachen in Barcelona. In den Straßen selber ist das ziemlich verpönt. Die Polizei ist dafür berüchtigt, dass die sogar die Instrumente manchmal kaputt macht. Dann sind wir aber in einen Park gegangen und haben mit anderen Musikern gesprochen, die uns dann versichert haben, dass die Polizei in dem Park selten vorbeikommt und man sich dort leichter rausreden kann, wenn man da keine Genehmigung für hat. Womit wir eher zu den Dienstleistungen rüberrutschen, also was kann man machen, um Geld zu verdienen. In Amerika gibt es ja auch diesen großen Vanlife-Trend, auch viele Menschen, die leider im Auto leben müssen. Da gibt es die Subreddits Van Dwelling und Urban Car Living. Die sind sehr aufschlussreich. Was die Leute dort gerne machen, sind Lieferjobs mit dem Fahrzeug selber, also DoorDash ist dort ganz beliebt. Ich denke, Uber wäre eher mit so einer Karre nicht so zufriedenstellend. Ich weiß noch, vor ungefähr 10 Jahren gab es so Taxi-Dienstleistungen, die man machen konnte, wie BlaBlaCar. Für mich persönlich wäre das jetzt nichts, weil ich habe die Schnauze voll vom Autofahren. Was aber auch noch sehr gut funktioniert, sind von der saisonabhängige Sachen, wie zum Beispiel das Arbeiten in einem Freizeitpark oder auf einer Farm, auf einem Campingplatz oder in Hotels. Das soll angeblich richtig gut funktionieren, weil die meisten Menschen haben keinen Bock auf einen Job, der nur halb Jahr bezahlt wird. Und für Vanlifer ist das eigentlich ziemlich ideal, weil wir ja sowieso nur immer dorthin fahren, wo das Wetter auch gut ist. Wir haben bezüglich des Hotels zum Beispiel Deutschkenntnisse, was dort sehr gut ankommt. Hier in Spanien gibt es unzählige Deutsche, die jetzt gerade ankommen, weil die Saison halt eben anfängt. Es ist gerade Juni geworden und schlagartig tauchen hier plötzlich überall Deutsche auf. Das sind also die Sachen, die ich auf jeden Fall ausprobieren würde, falls ihr in diesem Bereich Interesse habt, die angeblich richtig gut funktionieren sollen. Selbstverständlich kann man unterwegs auch seine eigenen Talente verwenden, um bei Dienstleistungen auszuhelfen, wenn man ein guter Redner ist, wenn man Fotograf ist, womit wir auch wieder zurück zu Lana kommen. Und zwar, welche Möglichkeiten gibt es denn als Musiker? Also natürlich als erste Straßenmusik. Dann kann man zum Beispiel zum Strand gehen, sind immer mega beliebt, oder irgendwelche Parks. Was ich aber auch gerne mache, sind so Wohnzimmerkonzerte oder einfach irgendwelche Venues anschreiben und halt fragen, ob man performen darf, weil man hat ja irgendwie sein Portfolio, sag ich mal. Wenn ihnen gefällt, was sie hören und das zu deren Vibe passt, dann ja. Ich gehe zum Beispiel jetzt mit Neo Soul R&B oder sowas nicht in Rockkneipe. Ja, was sind noch so für Geschäfte oder Venues, mit denen du dann am meisten Erfolg hattest? Kleinere oder intimere Restaurants, Strandbars, weil mein Vibe einfach dazu passt. Also du kennst ja dann deine Musik, sag ich mal, und weißt, wo das am besten ankommen könnte. Manchmal ist es auch, wenn du zu Open Mics gehst, dass die Leute dich da von dem Ort sehen und sagen, hey, das war mega geil, willst du einen bezahlten Gig haben? Dass mich Leute für eine Hochzeit buchen. Auf dem Boot habe ich auch schon gespielt. Coole Opportunities, die dann so dadurch kommen, indem du dich präsentierst. Auch nicht Angst haben zu fragen. Ja, geil, danke schön für die tollen Einsichten. Ja, und das ist, weil es ihr liegt, ne? Weil sie Musikerin ist, weil sie das kann. Und so gräbt sie sich dann in ihre Branche ein bisschen ein und schaut, was muss ich machen, um Einnahmen erzielen zu können. Ich hoffe, euch hat das Video irgendetwas gebracht. Ich freue mich schon unheimlich auf eure Kommentare. Auch wenn ihr Fragen habt, einfach drunter schreiben. Ich antworte allen. Ich hoffe, ich darf bald viel mehr Leute von euch hier draußen begrüßen. Und wie immer, wir sehen uns unterwegs.